Im Dschungel von Borneo reist eine Touristengruppe per Boot an. Sie wollen die Volksgruppe der Iban besuchen, die bis vor wenigen Generationen dafür berüchtigt waren, dass sie die abgeschlagenen Köpfe ihrer Feinde als Trophäen nach Hause brachten. Davon kriegen die Besucher in diesem traditionellen Langhaus heute nichts zu sehen. Stattdessen dürfen sie Blasrohre ausprobieren, einen Hahnenkampf beobachten und traditionelle Tänze anschauen. Man lernt sie kennen, eben oberflächlich, aber es ist schön zu sehen, wie sie leben. Kritiker werfen den Reiseveranstaltern vor, die Bevölkerung auszubeuten. Diese Touristen haben etwa $3.000 für eine zweiwöchige Pauschalreise bezahlt. Von dem Geld sehen die Iban im Dorf höchstens ein paar Dollar. What effects in terms of economics? Welche Auswirkungen das auf die wirtschaftliche Lage hat? Keine. Ich sage das, weil die Iban nichts abbekommen. Sie haben keine Reisebüros, sie transportieren die Touristen nicht, verkaufen kein Essen und führen keine Hotels. Immer mehr Dorfbewohner modernisieren ihre traditionellen Langhäuser, verwenden Beton statt Holz. Und das wollen die Touristen nicht sehen. Sie erwarten eine traditionelle Lebensweise. Wenn die Touristen nicht mehr kommen, dann verfällt das Langhaus. Selbst in diesem Holzlanghaus sind einige Besucher enttäuscht. Die Authentizität der Menschen ist weg. Die Moderne hat Einzug gehalten. Ich mag mehr die ursprünglich lebenden Menschen. Alle Touristen wollen einzigartige Dinge sehen, dahin, wo noch nie jemand war. Aber das gibt es nicht mehr. Kritiker fordern strengere Regeln für den Tourismus. Und sie fordern die Urlauber auf, zu fragen, in welche Taschen ihr Geld eigentlich wandert.